Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Dave LP zurück zu einer neuen Folge von Outlast. Ja, es geht endlich weiter. Ja, wir haben in der letzten Folge unsere Kamera verloren. Und die zwei, ich wollte gerade rechtsklick machen, die Kamera raus, und dann vergehen sie nicht mehr. Und die beiden, die sind hier. Das ist noch das Problem, die sind gerade durch diese Tür reingekommen und wir müssen hier runter. Alter, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich so schrecklich an ohne Kamera. Ah! Batterie. Wir haben zwar eine Batterie, aber wirklich keine Kamera. Okay, da geht's rein. Gut, wir sollten probieren, schnell unsere Kamera wiederzufinden. Ah, eine Dusche. Oh, da unten geht's rein. Ich glaube, wir sind hier sogar richtig. Hier könnte unsere Kamera sein. Achso, Leute. Ja, warte mal. Achso, Leute, und für die Zuschauer, es kommt, wenn wir Outlast und Outlast Whistleblower durchgespielt haben, kommt für Outlast 2 ein Trailer. Ja, Outlast 2 kommt bald raus und dazu werde ich ein Demo-Trailer-Gameplay zeigen, das wir uns gemeinsam angucken, dass er dann der dritte Teil von Outlast werden. Beziehungsweise eigentlich der zweite Teil, was ja Outlast 2 heißt. Aber Outlast ist ja der erste Teil und Outlast Whistleblower der zweite, also wird Outlast 2 der dritte Teil sein. Gut. Oh mein Gott. Hallo? Oh mein Gott! Es geht ja hier bei dir nicht richtig. Die Kamera muss hier irgendwo sein. Irgendwo. Da hinten leuchtet was. Ist das unsere Kamera? Ja! Unsere Kamera! Nimm doch! Nimm! Nein! Unsere Kamera! Ja, unsere Kamera! Yes, Leute, wir haben sie wieder! Und da ist ein Schlag. Und Scheiße! Dieser Typen! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Halt, rein, rein! Geh da hoch! Tür zu! Scheiße! Beeilung! Gas! Scheiße! Da! Okay, Leute, wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Alter! Sorry, Leute, ich werde das wahrscheinlich rausschneiden, ja. Alter, unsere Kamera hat einen richtig fetten Schlag bekommen. Seht ihr das links? Alter Schwede, jetzt können wir weitergehen. Ich hoffe, die Naki-Dice verfolgen uns jetzt nicht. Oh, das ist zugemauert. Ja, die scheint ein bisschen kaputt zu sein, aber wir wenigstens geht's ja halbwegs noch. Die Tür ist wieder auf. So. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Hübsch. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus jetzt mit der Auflösung. Mit der Auflösung, das ist ein bisschen, ja, das ist also und wo der Schlag jetzt ist, sieht das ein bisschen komisch aus. Oh. Hey, ihr sieht alles. Darüber können wir niemals springen. Ich muss außen lang.
Und da ist auch der Verwaltungsblock, so wie es hieß. Und da ist auch Vater Martin Arche. Oh, hallo. Only one way out. Only one way. Okay. I make 1000 by a week. How do you know you're not a patient? Geschwind, lass mal die Tür schließen, Alter. Er macht einfach die Tür zu und zack ist sie zu. Ich kann jetzt einmal aufmachen. Das ist eine Branche. Wir sind jetzt im Verwaltungsblock. Okay. Und es laggt, 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 laggt. Und wir haben endlich mal richtigen so Laminatboden. Gut. Die Kamera fängt schon ein bisschen an abzusagen. Oh nein! Nein! Ich sterbe schon wieder! Wir sind hier richtig! LOL! 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 Leute, wir sind hier richtig! Wir sind hier richtig? Ich weiß überhaupt nicht, ob wir richtig sind. Wir sind hier richtig. Da hinten ist eine Leiche, egal, ich gehe. Ah. Leute, wir sind hier richtig. Ich dachte, wir wären hier falsch. Ich habe mir einfach den Raum ausgesucht. Lol, wir sind hier sogar richtig gewesen. Von k.figalondo@mockoff.us.com an c.eisener@mockoff.us.com betreff Patient William Hope. Hey Cindy, hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigend, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben, was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Floristik zu füllen. Anscheinend können nur Vampir-ähnliche Falter den weiter töten, die von einem Dämon namens Horrorsee ausgespuckt werden. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihrer Brustwarze. Sie können auch die Gestalt von abgemagten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Mirkos Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendetwas davon in den deutschen Legenden finden kann. Oder ob sich Billy diesen ganzen Kram ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Ist ganz schön einsam hier oben auf 2 Kurt. Ja, also. Wieder hoch. Wir sind so sogar richtig lang gegangen. Ich habe nicht die Tür offen stehen, da habe ich mich einfach mal entschieden, komm, gehst du mal da lang, das wird schon richtig sein. Das wird sogar richtig. Und hier ist eine Leiche. Drücke linke Maustaste. Bäh. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind am Anfang. Geil. Leute, wir sind am Anfang. Guckt, da standen wir doch, wo wir die Folge beendet haben und angefangen haben. Genau, das war doch am Anfang. Ey, geil, wir sind wieder da. Wir sind wieder aus dem Urlaub zurück. Okay, ja, wir haben ein neues Dokument.
mussten wir aber schon wieder vordringen in das Geistreich. Übersetzung Berlin, 6. September 1938, Herr Lohner und Dr. Matt Rocke. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten in Sicht der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jeder unglücklichen Umgangs mit Alan Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellregeneration und der geleiteten Karzinomengenerierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herumgekommen. Ich habe eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckhart weiter. Eckhart, ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unserer Sache in Deutschland eine große Möglichkeit bietet, es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Familie unterschrieben erledigt. Naja, eine Notizen gibt es nicht. Aber Leute, das war lange her, du. Wir machen echt sehr lange nicht mehr. Genau, und das war die Stelle, wo wir hier durchkommen wollen und der Fette uns da runtergeschubst hat. Besorge den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. I'm coming. Lol. Und die hier? Okay, hier geht's glaube ich weiter. Drücke linke Maustaste zum Öffnen oder halte linke Maustaste gedrückt. Ah! Tut waren wir glaube ich gar ganz spackt sehr rum. Rekreation Hall. Da können wir eh nicht lang. Okay, A210. Ist das ein Klavier? Was ist das so? Da spielt jemand Klavier. Lol. Das spielt aber schön. Finde ich. Gar nicht immer so schlecht. Exit! Sorry, ich wollte zu Sie nicht stören. Kamera. Okay, da geht der Will jetzt glaube ich zu mir oder so. Da haut jetzt ab. Ich wollte ihn nicht stören. Ich will trotzdem mal nachschauen, was das ist. Das ist ein Projektor. Ah, hier hat er Klavier gespielt. Ich schau mir einfach mal den Film an. Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all? No trickery? None. He
In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English birds are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. Awful genetic engine. Saying the experiment. All research personnel. Proximity to death. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Hey, the blöde, come on. Test subject achieved something supernatural. No. That they contacted something supernatural. Nein. Wir haben eine neue Nachricht. Das Wernicke entlassen sie. Der Mann klingt wie Dr. Seltsams annehmlicher Bruder. Ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme, ein Interview mit Dr. Wernicke. Also, das ist doch Dr. Wernicke? Los Almos bedeutet Regierung. Wernicke spricht über spontane Blutungen, Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits Verhaltensstörungen Menschen. Er scheint auf einer Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Person, die genau genug Grauen erlebt hat, wäre in der Lage, die Maschine zu aktivieren, der morphogenetische Antrieb. Der Antrieb, den Film, den sie zeigen, er setzt sich mit einem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstücks. Splinter und Zero, Rorschach-Tests, die wie ausschwärmende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den Warwalde zu beschwören. Es ist das Summen, ich höre es in meinem Namen. Okay. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Okay, ihr sagt da nichts mehr. Also ich würde sagen, das war's mit der Folge von Outlast. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch vielleicht Daumen hoch da, Abo, Like, vielleicht, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's